Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute zu einem weiteren Sluban-Set, und zwar dem Sluban Army Set M38B6000. 229 Teile, 6 plus geeignet. Und das ist wieder Teil der M38er-Reihe. Da gibt es ja einmal diese größeren Fahrzeuge, wie ich schon vorgestellt habe, das Mobile Flak. Und da gibt es diese kleineren Fahrzeuge, die eben alle in diesem Grünton hier gehalten sind, denselben Maßstab haben. Und da gibt es zum Beispiel noch die M38B0587C. Das ist dieser kleine Panzer hier, der dann eben ganz gut zu denen hier passen wird wahrscheinlich. Und dann gibt es noch von dieser Reihe den Helikopter, Mini-Helikopter, den ich euch auch nochmal zeigen kann. Das ist dieser hier. Und das ist natürlich, ich zeige euch auch nochmal die zwei zusammen hier, das ist natürlich jetzt nicht die hohe Klasse, das ist jetzt nicht der Premium-Anspruch, der da gelebt wird. Das sind Spielsets, sieht man auch ab 6 plus. Da reicht's, wenn die relativ grob angedeutet sind. Sie sollen halten, sie sollen von der Teilequalität gut sein. Das Aussehen und die Größe ist erstmal zweitrangig, weil das sind keine Display-Sets. Dementsprechend, ich baue auf jeden Fall jetzt mal dieses hier auf. Hier gibt's ein Jeep mit Geschütz und ein Sanitätswagen in einem Set. Im Normalfall sind das immer solche kleinen Sets hier in diesem Maßstab, wo eben dann nur ein Teil drin ist. Und ich bin mal gespannt, was der hier hermacht. Und dann schauen wir mal, ob der sich schön in diese Reihe hier einfügt und ob man damit im Spiel Spaß haben kann. Hier sind nochmal ein paar Funktionen auf der Verpackung gezeigt. Hier hinten haben wir ein paar Szenen, die man nachspielen kann. Warum eigentlich nicht? Und das war es im Endeffekt schon. Ich meine, die Packungen sind relativ einfach gestrickt. Ich mache die jetzt auf, dann zeige ich euch wahrscheinlich nochmal die Tüten und die Teile. Und dann baue ich das für euch auf. Das wird relativ schnell gehen, 229 Teile. Dann zeige ich euch das nochmal mit diesen Sets hier eben gemeinsam, ob sie gut dazu passen, ob sich das lohnt, wenn man die zum Spielen dazu kaufen möchte. Und dann natürlich meine Meinung, ob ich euch das empfehlen würde als Spielset für eure Kids oder eben nicht. Und da haben wir auch schon die Tüten. Es sind diesmal 1, 2, 3, 4, 5 Tüten. Die Tüte ist ein bisschen merkwürdig für diese komischen Ausrüstungsgegenstände, so eine riesen Tüte, aber egal. 6 Tüten haben wir insgesamt. Dann haben wir einen Stickerbogen dazu. Ich meine, der hält sich für ein Spielset in Grenzen, ist völlig in Ordnung. Und dann haben wir hier, wie von Sluban gewöhnt, so eine kleine Anleitung, ist aber auch klammergebunden diesmal. Und schauen wir mal rein, wie sie aufgebaut ist. Ja, wir kennen das von Sluban. Es sind relativ kleine Anleitungen. Hier wird nichts ausgegraut. Das ist ähnlich wie bei Lego. Die Farben bleiben so bestehen. Es ist auch nicht so, dass jetzt bei einem neuen Bauschritt irgendwie die Farbe greller dargestellt wird. Man baut wirklich bei der Anleitung immer wieder genau auf dem Modell, was man davor gebaut hat. Und dann schaue ich mal, man baut quasi den Jeep einzeln und dann fängt auf den nächsten Seiten der Sanitätstruck an, den man dann auch nochmal mit einzelnen Bauschritten baut. Die Tüten scheinen jetzt nicht unterteilt zu sein, aber vielleicht sind sie unterteilt und einfach nicht beschriftet, da muss ich dann mal schauen. Ich baue auf jeden Fall jetzt mal drauf los. Wahrscheinlich sehen wir uns das erste Mal, wenn ich jetzt den Jeep hier fertig gebaut habe. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich den Sanitätstruck am Bauen bin. Mal schauen, ob ich den nochmal unterteile oder nicht, je nachdem, wie der Aufwand dort ist. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Aufbauvideo. Und nach nur 9 kleinen Bauschritten ist tatsächlich jetzt auch schon dieser Jeep mit Bewaffnung fertig. Und ich muss sagen, ich spoilere da schon mal ein bisschen mit der Meinung, obwohl ich jetzt den Ambulanzkonvoi noch nicht gebaut habe. Ich bin echt glücklich, dass ich dieses Set mal gekauft habe, weil das ist eines der guten Sets bisher von Sluban und das freut mich, weil es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, Sluban ist nicht nur schlecht und das hat mich bisher wirklich überzeugt. Was da aus wenigen Teilen zu einem kleinen Preis schon gemacht wurde, nur bei diesem Jeep, ist einfach sehr gut und da gibt es auf jeden Fall Daumen hoch. Ich zeige euch auf jeden Fall schon mal warum. Dieser Jeep an sich ist natürlich einfach gebaut. Das ist nichts für die Vitrine, wissen wir alle. Es ist nun mal ein Spielset. Trotzdem sieht er nach was aus. Die Teilequalität ist sehr, sehr viel besser als in anderen Sluban-Sets. Wir haben wenige Kratzer. Wir haben Kratzer, zum Beispiel hier haben wir ein paar Kratzer und wenige Gussstellen. Aber es gibt sie, das muss ich dazu sagen. Ja? Aber es ist einfach sehr, sehr, sehr viel besser als die anderen Sluban-Sets und dem Preis angemessen.
Das muss man sagen. Für das Geld, was ich dafür bezahlt habe, ist es eine wirklich gute Qualität. Man kann jetzt natürlich hier so die verschiedensten Funktionen zeigen. Ich meine, das sind bei diesem kleinen Teil noch nicht viele und die sind auch, sag ich mal, relativ obvious, aber ich zeige sie euch trotzdem mal. Wir haben hier hinten unser Ersatzrad, also man könnte rein theoretisch Räder wechseln. Wer da Lust drauf hat, warum eigentlich nicht? Dann haben wir hier eben dieses Geschütz als kleine Bewaffnung drauf. Finde ich, passt sehr gut, ist eine sehr einfache Konstruktion, funktioniert aber Weltklasse, ist sehr gut drehbar, frei. Das ist sehr schön. Man kann es jetzt natürlich nicht nach oben und unten verstellen, aber es reicht für das Set und für den Spielwert reicht's allemal. Dann haben wir hier hinten sogar noch dran, oder dann haben die Entwickler hier hinten sogar noch dran gedacht, dass man da natürlich Platz braucht, um eine Figur hinter das Geschütz zu stellen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Können wir hier den General mal hinstellen? Der hat jetzt zwar noch eine Wumme in der Hand, die jetzt nicht dazu gehört, aber egal. Die kann man ihm ja rausnehmen. Völlig egal, wie gesagt. Dann haben wir hier einen kleinen Schaltknauf, der bewirkt natürlich nichts, ist nur Deko. Das ist auch das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe an Design. Es ist schon ein fragwürdiges Designelement, wahrscheinlich in die Resterampe gegriffen, dass man da diese Aufnahme für den Schaltknauf in Gelb gemacht hat. Und in der Anleitung ist der Schaltknauf eigentlich schwarz, hier so grau. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber muss nicht sein. Kann man eben schon so sagen, es muss nicht sein. Ein bisschen mehr Farbtreue wäre dann natürlich schön. Dann habe ich nur noch etwas Kleines zu meckern. Wie gesagt, ein winzig kleiner Punkt. Die Farbtreue von Anleitung zu Stein oder wie die Farbe wiedergegeben wird in der Anleitung ist nicht sehr schön. So, Fokus hat gerade leider keine Lust. Das tut mir jetzt leid. Macht er mit? Oh, da macht er mit stark, ne? Hier, das ist ja wie Pink und Gelb dargestellt. Und im Endeffekt sind die Steine, ihr könnt dreimal raten, was es dann am Ende ist. Rot. Und ein ganz anderes Gelb. Aber egal, es sieht auf jeden Fall in echt besser aus als in der Anleitung. Von daher ist das jetzt mal nicht so schlimm. Aber das kann man natürlich besser lösen. Ich baue jetzt auf jeden Fall noch den Ambulanzkonvoi. Und dann sage ich noch meine abschließende Meinung zu den ganzen Sets. Oder zu dem ganzen Set. Es sind im Endeffekt zwei Fahrzeuge in einem Set. Ihr wisst Bescheid. Und nach nun weiteren 14 Bauschritten ist auch der Ambulanzkonvoi fertig. Ich muss sagen, ist sehr schön gelungen. Klar, da fehlen jetzt noch die Kreuze an und für sich, die eben im Aufkleberbogen geregelt werden. Also man hätte hier noch ein paar Schriftzüge, ein paar Kreuze und bla und blub. Ich mache die Sticker mal nicht drauf, aber kann ja jeder drauf machen, wenn er möchte. Es sieht natürlich mit Stickern dann besser aus. Aber ich will das Set selber weiterverkaufen wahrscheinlich. Nicht um Gewinn zu machen, sondern weil ich eher Display-Sets mag und mir den Spielsets jetzt nicht die größte Verwendung habe. Dementsprechend lasse ich mal die Sticker weg und dann kann der Käufer nämlich selber entscheiden, ob er da die Sticker drauf macht oder nicht. Alles klar. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Set. Ich meine, wir reden über ein Spielset, ne? Und für ein Spielset braucht man Funktionen. Deshalb rede ich auch hier gleich mal wieder über die Funktionen. Das sind relativ obvious Funktionen, wie man kann hier die Tür aufmachen. Funktioniert relativ gut, ist schön straff. Kein Problem. Dann kann man hier oben das Dach öffnen, um Figuren reinzusetzen. Auch relativ obvious natürlich, aber warum nicht? Finde ich gut gelöst. Ich finde auch, das Dach sieht an sich schick aus. Für die wenigen Teile und die Möglichkeiten, die man hatte, hat man da echt was Schönes hingebaut. Ich finde vor allen Dingen diese Deko-Elemente hier schön, die auch schon an dem Jeep dran sind. Und dann kann man hinten noch die Klappe öffnen. Das ist natürlich die Hauptfunktion. Die öffnet man und dann hat man hier drin so einen Innenraum. So, da kann man jetzt die verschiedensten Sachen reintun. Vom Set vorgestellt oder das Set stellt es so vor, dass man da die Trage reintut, die Krankentrage. So, jetzt kann es natürlich mal im Kampf vorkommen, dass jemand verwundet wird. Dann nehme ich mal dem Kollegen hier die Wumme aus der Hand. So. Also schaut ihn euch mal an. Find eine, um eine Kriegsszene nachzuspielen, völlig ausreichende Minifigur. So, genau. Finde ich schön. Klar, keine Beinbedruckung, keine Armbedruckung oder ähnliches. Aber alles okay. Und dann kann man hier diese Figur natürlich auf die Trage legen. Und dann
können rein theoretisch ein Medic kommen. Dem nehme ich jetzt auch mal die Wumme aus der Hand. Aber, das muss man dazu sagen, sehr schön ausgerüstet, die Figuren, das gefällt mir. Der Medic hat dann den Krankenkoffer dabei, kann hierher kommen. Wenn er nicht umfällt, natürlich. Am besten spielt man ja sowieso auf einer Platte, braucht man nicht drüber reden. Und kann den Kollegen hier versorgen. Dann kann man noch eine Figur nehmen, der ich jetzt auch mal die Wumme aus der Hand nehme, die sich hier eben mit hinstellt, die Krankentrage mitnimmt. Wir spielen es jetzt mal nicht live nach. Und dann kann man die Trage hier samst verletzten ins schön gut gepanzerte Auto reinlegen. Macht zu und er ist sicher. Dann setzt man halt hier vorne noch die Figuren rein. Und die können dann schnell wegdüsen. Und alles ist gut. Die Figur ist geschützt. Das ist das Schöne. Dann können wir natürlich noch den Kollegen hier im Begleitschutz, den coolen Typ, ne, mit der Brille, wir kennen ihn, im Begleitschutzfahrzeug mitdüsen lassen. Und dann kann eigentlich schon gar nichts mehr anbrennen. Ich finde, die passen sehr gut zueinander, machen sehr viel Spaß. Und hört mal drauf. Ich finde, das ist toll. Man hat da richtig schönes Gefühl, ein schönes straffes Gefühl auf den Reifen. Die machen richtig Spaß. Das sind tolle Gummireifen, nicht Hartplaste, sondern gummierte Reifen. Ich finde tolles, wie gesagt, Fahrgefühl. Da macht Spaß damit zu spielen. Und auch bei dem haben wir nur wenige beschädigte Teile. Das ist jetzt hier so das größte Problem an Beschädigung. Ja, Fokus macht natürlich nicht mit. Gucken wir mal. So, Fokus. Ah, siehst du. Hat, wie gesagt, nur ganz minimale Kratzer mal. Das ist von der Teilequalität echt fürs Luban ein sehr, sehr, sehr gutes Set. Und ich finde, darauf sollte sich Luban auch spezialisieren. So kleine Spielsets für Kinder, die einfach damit Spaß haben. So Display-Sets, muss ich sagen, von der Teilequalität und von dem, was ich bisher gesehen habe, liegen denen einfach nicht. Und das ist der Bereich, wo es wirklich Spaß macht, für wenig Geld ein gutes Spielset auf den Markt bringen, mit vier Figuren, mit Spielfunktion, mit Spieltiefe. Da sind sie dabei. Und dann macht das echt Spaß. Und ich hatte jetzt hier bei den Figuren überall die Wummen in der Hände. Musst du aber nicht. Guck mal, du hast ja hier noch einen Bogen. Hast du zwei Fernleser und Walkie-Talkie und so eine Art wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich Werkzeugkoffer. Dann gib halt deinem Kind nicht die großen Wummen, falls es dir so nicht gefällt. Dann gib ihm halt die Sachen und es kann so weiterspielen. Und wer sagt denn, dass der Kollege, der jetzt im Krankenfahrzeug ist, angeschossen worden musste, der kann sich auch ein Knöchel im Terror umgeknickt haben. Warum eigentlich nicht? Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt von diesem Set. Ich kann euch das sehr empfehlen. Natürlich nicht als Display-Set, sondern um es euren Kindern zum Spielen zu geben. Oder falls ihr vielleicht noch ein Kind in euch habt, euch zum Spielen zu geben. Da kann ich euch das Ding auf jeden Fall empfehlen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Krieg der Steine.